Hallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 16, der dritte Spieltag der Gruppenphase bei dem Frauennationalpokal, wie auch immer, steht an. Und uns kann eigentlich nicht mehr viel passieren, weil wir haben 6 Punkte, Australien und Frankreich haben jeweils 3 Punkte und die beiden spielen aber gegeneinander. Das heißt, wir sind eigentlich schon durch, aber trotzdem müssen wir natürlich diese Partie noch bestreiten. Und dreimal dürft ihr raten, was ich nicht gemacht habe. Richtig, die Aufstellung eingestellt. Habe ich vergessen. Aber wir können auch einfach mal so spielen. Spielen wir einfach mal so, oder? Komm, dann spielen wir einfach so. Dann geht das ein bisschen schneller. Und die B-Spielerinnen dürfen auch mal ran, ja. Wie gesagt, wir müssen ja nicht gewinnen. Ach, das ist die Torhüterin, die da hinterher läuft. Das ist ja lustig. Na egal. Wir müssen ja nicht gewinnen. Dann kann auch mal die B-Mannschaft ran und vielleicht wird dadurch das Spiel auch ein bisschen spannender. Wobei ich muss zugeben, das Spiel gegen Australien war schon spannend genug. Also wir haben nur 1-0 gewonnen. Hatten zwar schon ein paar gute Chancen, aber die Australier haben sehr, sehr munter und fit mitgespielt. Ja, und für die Italienerinnen hier geht es eigentlich nichts mehr um irgendwas, wenn ich das richtig... Doch, wenn die Gruppen besten Gruppendritten noch weiterkommen, dann hätte Italien sogar noch eine Chance. Ja? Da müssten sie aber erstmal hier gewinnen, weil sonst gehen sie mit 0 Punkten aus diesem Turnier raus. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Ganz klar. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die Gruppen ersten jeweils weiterkommen. Dann hätten wir 6 Mannschaften im Viertelfinale und dann fehlen noch 2 und das müssen ja dann die 2 besten Gruppendritten sein, eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, wie der Modus genau ist. Und wenn das so wäre, dann hätte eben Italien sogar noch Chancen weiterzukommen. Das werden wir dann aber nach dem Spiel sehen. Und ich möchte aber trotzdem gewinnen. Also ich schenke hier Italien nichts. Und im Zweifel kommt halt der Sieger oder der Sieger aus Frankreich und Australien sowieso weiter, aber im Zweifel kommt halt der Verlierer noch weiter. Kann ja auch sein. So, jetzt probieren wir mal eine Flanke rein. Da oben ist ziemlich viel Platz und damit haben wir noch kein Tor geschossen. Ja. Nice try, oder? Wie man so schön sagt. Und natürlich möchte ich ja keine Wettbewerbsverzerrung machen. Dementsprechend will ich gewinnen. Ja? Ganz klar, sonst kommt wieder hier ganz böse Schuldbriefe. Einmal nach oben und Anja Mittag. Nee. Ich weiß gar nicht, wie gut die Italienerinnen im Frauenfußball sind, also verhältnismäßig. Wahrscheinlich besser als die Elfenbeinküste, ja? Das können wir schon mal unterstreichen. Was ich aber auch sehr interessant finde, dass es bei FIFA 16, also es gibt ja 12 Nationalmannschaften der Frauen, leider ist Japan nicht dabei. Und Japan finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil die waren ja vor dieser WM jetzt in diesem Jahr, waren ja Weltmeister. Die sind ja 2011 Weltmeister geworden und die sind nicht dabei. Das hat mich sehr überrascht. Gößling! Und nochmal Kopfball! Latte! Oh! Schöne Chance. Ja, und dass die davor amtlichen Weltmeister nicht mit im Spiel sind, finde ich schade. Aber ist natürlich auch eine Lizenzfrage. So, vorpassen. Hier Marusan, die möchte noch ein Tor schießen. Das wird natürlich nicht. Ja, und wir spielen hier im Olympiastadion von Berlin, gell? Also das Berliner Olympiastadion auch mit dabei. Ich finde schön, dass das Pop-up bei den Frauen so ein bisschen pink ist. Das ist lustig.
Und ja, wahrscheinlich haben wir unser bestes Spiel gleich am Anfang gegen die Französen gemacht. Gegen den vermeintlich stärksten Gegner gewinnen wir am höchsten. Das kann uns passieren. Und das war angeblich ein Foul. Dann nehme ich das mal so hin. Und wow, das war eng. Ein bisschen cooler ballmäßig, aber hätte echt gefährlich werden können. Und jetzt drücken sie so ein bisschen. Und war das ein Foul? Nein, war kein Foul. Finde ich gut. Dann kann ich nämlich kontern. Hier auf Anja Mittag. Die ist, haben wir schon gelernt, ist nicht die schnellste. Zumindest hier im Spiel. Keine Ahnung, wie es in echt ist. Und das ist auch mal eine interessante Frage. Wie finden die echten Fußballer ihre eigenen Bewertungen im Spiel? Finden sie das okay? Oder sagen die lieber, oh, ich bin doch viel schneller. Das wäre echt mal interessant. Wenn ich irgendwann mal einen Fußballer treffe, dann muss ich denen das fragen. So, Nachspielzeit, erste Halbzeit sind wir angelangt. Und ja, ich glaube, wir bleiben unserem Motto treu. Wir schießen erst in Halbzeit 2 Tore. Komm, 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 komm. Eckball, Eckball, Eckball. Ja. Okay. Gut, also zweite Hälfte. Und wo steht's? Wie steht's momentan bei Frankreich? Australien 1-1. Und das würde gerade, glaube ich, bedeuten, dass Australien weiter wäre. Ich habe die Tabelle nicht im Kopf. Ich weiß nicht, wie die gespielt haben. Und wir können ja mal auswechseln ein bisschen. Wen haben wir da auf der Bank? Und wir wechseln einfach mal munter aus und ein. Behringer kommt rein für Pop. Und Petermann kommt nochmal in den Sturm für die Frau Mittag, nachdem die ja nicht ganz so schnell ist. Also dreimal auswechseln in der Halbzeit kann man auch mal machen. Wir müssen ja Kräfte schonen, ne? Für das kommende Viertelfinale. Und wer weiß, vielleicht entpuppt sich ja hier Frau Petermann als eine traumhafte Joker. Wie heißen Joker bei Frauen? Weiblicher Begriff von Joker. Aber der Schuss war ja schon mal nicht schlecht, oder? Jokeress, nennen wir sie Jokeress. Ja, also immer noch 0-0. Und wir haben die Hälfte der Mannschaft ausgewechselt. Das muss ich mal ausprobieren. Man kann ja im Karrieremodus, kann man ja bei den Vorbereitungsturnieren tatsächlich 7 Spieler, also alle 7 Spieler auf der Bank einwechseln. Wie sie das grafisch darstellen, finde ich interessant. Muss ich mal darauf achten. Ja, nicht so mitten rein treppen. Grausam. Also im Viertelfinale müssen wir definitiv besser spielen als hier. Aber das spielen wir auch wieder mit unserer Bestbesetzung an und mit 2 Stürmer. Ich sage ja immer so, hab's ja auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, ich spiele lieber mit 2 Stürmern vorne. Nicht so mit einer Sturmspitze. Irgendwie habe ich immer das Problem, mir fehlt so der Anspielpartner dann. So, und jetzt vielleicht mal. Aber zu kurz. Ja, und wer ist die beste Spielerin im Spiel? Also das, was Messi und Cristiano Ronaldo bei den Männern sind, ist definitiv... ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Abby Wambach, genau, bei den Amerikanerinnen. Die ist echt brutal von den Spielerwerten her. Die kannst du wirklich mit Cristiano Ronaldo vergleichen. So, sind die Italienerinnen etwa zufrieden mit einem 0-0? Das wäre ja grausam. Und wieder zurück, komm wieder zum Torwart oder so.
Und das hier, dieser Fehlpass. So, und jetzt hier Petermann. Nein, Nachschuss. Marozan abgelenkt. Und Leupolz. 1:0. Bisschen Billardtor. Aber Leupolz mit dem 1:0. Ja. Da ist sie. Melanie Leupolz. Erstes Tor in diesem Turnier. Spielt, glaube ich, auch bei den Frauen der vom FC Bayern. Und eben hier in der Nationalmannschaft. So, jetzt müsste eigentlich Italien irgendwann mal nachlegen oder aufdrehen oder irgendwas machen. So, hier Marozan, die versucht es auch nochmal, außenrum. Flanke rein vielleicht und da Kopfball. Oh! Ja, die Luise Petermann ist nicht schlecht, hat jetzt aber noch nicht so viel Glück gehabt. 1:0. Nach knapp, ja, 75 Minuten gleich und oh, schön, hier Petermann wieder, direkt abgenommen, aber unpräzise. So qualifiziert sie sich nicht für den Platz vorne. Aber so sind wir auf alle Fälle, ja, Gruppenerster. Das ist schon mal ganz klar. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir noch zwei Tore reinkriegen. Das würde mich sehr irritieren. Aber als Gruppenerster gehen wir somit ins Viertelfinale. Ich habe keine Ahnung, was das für uns bedeutet. Normalerweise. Bitte. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Jetzt sag mir, wo hier das Foul war. Ich habe nichts gemacht. Die ist in mich reingefallen. Hallo. Okay. Toll. Wir verschenken Elfmeter. Das ist eine tolle Idee. Ha, aber ich halte, hier kriegst kein Tor hier. Gabidini, oder wie hieß er? Keine Ahnung. Also abgewehrt, 1:0 weiterhin, wir führen immer noch. Danke, Nadine Angerer. So, Ball nach vorne. Petermann auf Lauder. Simone Lauder. So. So nicht. Also definitiv kein schönes Spiel von mir. Haben wir schon Besseres gesehen, definitiv. Aber in dem Fall kann ich es tatsächlich ein bisschen auf die Aufstellung schieben. Ist nicht... ach, das ist ja gar nicht Nadine Angerer. Ah, das ist ja Schuld. Und pff, Riesenglück. Richtig. Wir haben ja Nadine Angerer auf der Bank gelassen. Richtig. Ups, mein Fehler. Nee, also ein bisschen auf die Aufstellung kann ich es natürlich schieben, weil es nicht mein System ist. Das mag ich nicht sonderlich. Aber immerhin, wir haben gewonnen. Das ist wichtig. So. Dieses Kurzpassspiel ist sehr lustig. So, Petermann legt nach innen auf Marozan. Ja, die hätte natürlich gerne noch ein Tor geschossen, gell? Aber nice try, auf alle Fälle. Und jetzt nochmal, Gößling. Nach innen gelegt. Und zieht einfach mal ab. Und immer noch ist der Ball da. Gößling nochmal mit dem Nachschuss. Und das müsste jetzt gewesen sein. Deutschland gewinnt 1:0, gewinnt damit alle Gruppenspiele. Und ist somit souveräner Tabellenführer und fürs Viertelfinale qualifiziert. Wir schauen natürlich mal wieder auf die Ergebnisse der anderen Spiele. Die müssen uns jetzt eingeblendet werden. Frankreich gewinnt gegen Australien. Damit ist Frankreich auch definitiv weiter. USA gewinnt gegen Kanada und Brasilien nur unentschieden. Das ist spannend. Da müssen wir mal drauf schauen. Und wir spielen gegen Schweden im Viertelfinale. Ja, da steht es unten. Viertelfinale geht es bei uns gegen Schweden. Und wir schauen jetzt mal hier drauf.
Nochmal auf die Tabelle. Also, wir sind souveräner Tabellenführer mit 9 Punkten. Dahinter Frankreich und Australien auf Platz 3. Italien mit minus 5 Toren. Nicht so erfolgreich. In der zweiten Gruppe. Ja, ist Brasilien Dritter nur. Hat aber mehr Punkte als Australien. Dementsprechend sind die sicher weiter. Und England und Schweden qualifizieren sich direkt. 0 Punkte für China. Und hier haben wir nochmal USA und Spanien weiter. Und Kanada muss zittern, zusammen mit Australien. Und jetzt schauen wir mal hier, wer ist weiter? Das kann man so nicht erkennen. ja, Australien ist weiter, sehen wir rechts das zweite Logo. Und Frankreich ist, ja gut, die haben wir gewonnen. Brasilien ist auch weiter, genau. Also haben wir richtig geschätzt. Somit, so sieht's aus. Wir spielen im nächsten Spiel gegen Schweden. Das wird ein anstrengendes Spiel, denn die Schwedinnen sind wirklich gut. Danach geht's gegen den Sieger von England und Spanien. Und dann im Finale schauen wir mal, was die anderen Mannschaften machen. Und ich freue mich, wenn ihr dann einschaltet wieder. Und ich merke, meine Stimme verabschiedet sich so langsam. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.